Die heutigen Korane haben ca. 267.000 Buchstaben, je nach Lesart und Koranversion ein bisschen unterschiedlich. Aber der bedeutende Islamgelehrte As-Suyuti berichtet, At-Tabri hat mit vertrauenswürdiger Überlieferungskette von Umar ibn al-Khattab überliefert, dass er sagte, der Koran besteht aus 1.720.000 Buchstaben. Was wirst du jetzt tun? Machen wir es kurz und schmerzlos. Der Herr im Video hat einige Sachen durcheinander gebracht. Schauen wir uns mal die Überlieferung von At-Tabarani an. Zuallererst sehen wir, dass At-Tabarani sagte, La yurwa hadha al-hadithu an Umar radiyallahu anhu illa bi hadha al-isnadi tafarrada bihi Hafs bin Maisara. Das heißt, diese Überlieferung von Umar geht auf einen einzigen Überlieferer zurück. Und dieser Überlieferer war Hafs bin Maisara. Und demzufolge ist die Überlieferung Ahad, also einzeln überliefert. Geht es aber um die Authentizität des Korans, dann brauchen wir mit Übereinstimmung Mutawatir Ahadith. Das heißt massenhaft tradierte Überlieferungen. Und somit kann die Überlieferung nicht als Beweis herangezogen werden. Des Weiteren, in der Überlieferungskette kommt ein Überlieferer mit dem Namen Muhammad ibn Ubaid ibn Adam ibn Abi Iyas vor. Jetzt schlagen wir das Buch Mizan al-Ihtidal von Imam al-Dhahabi auf, Band 6. Auf der Seite 251 zitiert er diese Überlieferung. Und wegen den Überlieferern Muhammad ibn Ubaid ibn Adam ibn Abi Iyas sagte al-Dhahabi, تفرد بخبر باطل. Diese Überlieferung ist batil, also falsch. Und wenn wir noch das Buch Lisan al-Mizan Band 7 aufschlagen, dann sehen wir auf der Seite 334, dass Ibn Hajar al-Asqalani der Einstufung von al-Dhahabi zustimmte. Kommen wir zu der Stelle mit As-Suyuti. Der Herr im Video sagt, Imam As-Suyuti habe gemeint, dieser Hadith sei mit vertrauenswürdigen Überlieferern von At-Tabarani tradiert worden. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Wir schlagen jetzt das Buch Al-Itqan auf. Auf der Seite 143 sagt As-Suyuti, Rijaluhu Thiqat, ihre Überlieferer sind vertrauenswürdig. Das ist jetzt die halbe Wahrheit. Zitieren wir aber weiter, dann kommt die ganze Wahrheit. Rijaluhu Thiqat, ja, und jetzt, illa Sheikh al-Tabarani Muhammad ibn Ubaid ibn Adam ibn Abi Iyas. Außer Muhammad ibn Ubaid ibn Adam ibn Iyas. Und was ist mit ihm? As-Suyuti sagt weiter, takallama fihi al-Dhahabi. Suyuti erwähnte die Einstufung von al-Dhahabi. Und wie eben erwähnt, stufte er ihn für schwach ein. As-Suyuti erwähnt also die Schwäche dieser Überlieferung, was der Herr im Video komplett ignoriert hat. Aber nehmen wir mal an, die Überlieferung ist authentisch. Wie können wir das erklären? Denn unser Koran hat 267.053 Buchstaben. Gingen wir nach der Überlieferung von Umar, dann fehlen drei Viertel des Korans. Um dies zu erklären, müssen wir einfach Imam Suyuti weiter zitieren. Denn er sagt am Schluss, وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى مَا نُسِخَ رَسْمُهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَيْضًا. Wir fügen also bei der Annahme dieses Hadithes diese Überlieferungen zu der Kategorie Nasikh wa Mansukh. Das heißt Verse, die abrogiert wurden. Denn Allah tabaraka wa ta'ala sagt, مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. Wenn wir einen Vers aufheben oder der Vergessenheit anheimfallen lassen, so bringen wir eine bessere als sie oder eine gleichwertigere hervor. Fakhreddin al-Razi zählt uns die Abrogationsarten auf. Al-Mansuchu imma an yakuna huwa al-hukma faqat, aw al-tilawata faqat, aw huma ma'an. Erstens die Aufhebung eines Verses sowohl von seinem Text als auch von seinem Urteil her. Zweitens die Aufhebung eines Verses nur von seinem Text her, wobei das Urteil bleibt. Oder drittens die Aufhebung eines Verses nur von seinem Urteil her, wobei der Text bleibt. Zählen wir also alle Buchstaben jene aufgehobenen Texte des Korans mit zu den 267.053 aktuellen Buchstaben, dann ergibt die Zahl, welche Umar ibn Khattab erwähnte. Und mit dieser Erklärung stellen wir folglich drei Punkte fest. Erstens, die Überlieferung steht nicht im Widerspruch zu den aktuellen Zahlen der koranischen Buchstaben. Zweitens, nichts wurde vom Koran entfernt, außer das, was Allah wollte. Bei euch in der Bibel gingen die Dinge weg, die ihr wolltet. Das ist der Unterschied zwischen uns und euch. Und zu guter Letzt, Punkt Nummer 3, der Schuss ging daneben.